Hallo, wir sind heute bei dem dritten und letzten Relegationsspiel SG Eintracht Bad Kreuznach gegen Wormatio Worms. Der Gewinner steigt in die Verbandsliga auf und wie es ausgeht, sehen wir jetzt. SG Eintracht Bad Kreuznach und VfR Wormatio Worms wollen in dem entscheidenden Spiel alles geben. Das Spiel verläuft relativ ausgeglichen. Bad Kreuznach zeigt mit zwei sehr guten Chancen, dass sie einen Gang höher geschaltet haben. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gibt es nach dem Foul von Maximilian Rose einen Strafstoß für Bad Kreuznach. Barış Yakut verwandelt den Elfer zur 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit kämpfen beide Mannschaften wie gewohnt. Worms will den Ausgleich. Dann in der 52. Minute schießt Sebastian Schmidt einen herrlichen Freistoß und macht das 1:1. Doch die Freude hält nur 4 Minuten. In der 56. Minute gibt es wieder einen Strafstoß für Bad Kreuznach. Der wird verschossen. Doch Niklas Schneider passt gut auf und mit einem Nachschuss geht Bad Kreuznach wieder in Führung. In den restlichen 35 Minuten passiert nicht mehr viel und somit steigt SG Eintracht Bad Kreuznach auf in die Verbandsliga. Endergebnis 2:1 für Bad Kreuznach. Komm her, alle werden gedrückt hier. Hallo. Wir sind die Besten! Im Südwesten! Für die AZ Online. Heute hat man gesehen, dass da ein Team auf dem Platz steht, die den Sieg eindeutig mehr wollen als die Gegenüber. Und dann haben wir es aufgefressen. Danke dir. 4 Aufstiege in 2 Jahren hat noch keine Verein geschafft. Das kann nur SG Eintracht schaffen. Und wir haben es erst geschafft. Gibt nur SG Eintracht Bad Kreuznach. Hallo Thomas Wunderlich. Herzlichen Glückwunsch erstmal. 2 Sätze, ich weiß, du willst zu den Jungs, du hast keinen Bock zu reden, aber 2 Sätze hätte ich gerne von dir. Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir es geschafft haben. Weil nach dem ersten Spiel war die Chance 60-40, weil sie sehr, sehr stark waren in Worms. Und ich einfach sagen musste, dass wir da schon versucht haben, alles reinzuwerfen. Mhm. Aber es lauert immer. Es war natürlich so, dass sie natürlich eine sehr, sehr große Qualität haben und Spielermaterial. In Kreuznach haben wir etwas defensiver wieder begonnen, hatten dann auch das bisschen glücklichere aus für uns, weil wir die Tore dann gemacht haben, die wir in Worms haben halt liegen lassen. Worms hatten ja auch schon sehr, sehr gute Chancen und heute war es 50-50. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit wirklich glasklare Chancen, kamen natürlich auch so ein bisschen in so einem eigentlichen Endspiel. Dann ist er ein bisschen überehrgeizig und bleibt nicht ganz so cool und ganz so ruhig, wie man eigentlich bleiben sollte. Aber zum Schluss glaube ich, dass wir nicht unverdient aufgestiegen sind in die Verbandsliga. Okay. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Dann kann ich sagen, die EM kann kommen. Wenn noch Deutschland Europameister wird, dann super Sommer. Okay, danke schön. Alles Gute, mein Lieber. Ciao. So, der Trainer von Wormatio Worms wollte nichts dazu sagen. Ebenso die Spieler, das kann man verstehen. In dem Sinne, ich verabschiede mich und euch einen schönen Tag. Ciao. Oh.